Hey Leute, herzlich willkommen zu Update Video Nummer 8. Ich hoffe auch, das wird das zweitletzte Video sein und wir gehen endlich ab 1.7. an den Start. Hier haben wir schon mal direkt eine Fensterscheibe mit der Außenwerbung beklebt. Das wird einmal rundherum folgen und ich würde sagen, let's go! Die Umkleidekabinen sind aufgebaut, die Wände sind so gut wie fertig verputzt, der Boden ist ausgeglichen. Das heißt, wir warten nur noch auf den Fliesenleger, dann bringen wir Armaturen an und Toiletten, Duschköpfe etc. Der Boden ist soweit komplett erledigt, wir sind fertig damit. Wir warten nur noch auf die Holzverkleidungen für unsere Heizkörper. Die dienen dann zeitgleich auch als Sitzmöglichkeiten. Und was sich noch getan hat, zeige ich euch. Folgt mir. Wir haben unsere Holzwand gestern noch angebracht. Hier haben wir hinter der Tafel haben wir noch eine kleine Aussparung. Das heißt, hier wird die Empfangstheke nächste Woche angefertigt. An der anderen Wand noch die Getränkeanlage. Das macht mein guter Freund und Schreinermeister Herr Schuster aus Finningen. Die Lounge-Möbel, das Inventar und die vertikale Pflanzenwand ist bereits bestellt. Wir warten eigentlich täglich auf die Lieferung, dass wir das nächste Woche auch fertigstellen können. Ansonsten hätten wir die Lounge fertiggestellt, nächste Woche auch die Theke und die Getränkeanlage. Wir gehen jetzt noch mal ganz kurz in die Umkleiden. Wir schauen euch, was da passiert ist. Und wenn da die Fließarbeiten abgeschlossen sind, dann werden wir keinen Dreck mehr machen und dann können wir endlich unsere Gerätelieferung erwarten, aufstellen und das Ganze endlich richtig feiern. Der Eingang der Umkleidekabinen und die Umkleiden an sich wären soweit, was die Wände angeht, schon bereit zum Streichen. Der Boden ist komplett ausgeglichen, das heißt, wie vorhin schon erwähnt, wir müssen nur noch Fliesen legen. Hier wird nochmal ordentlich verputzt, dann können wir die Föhnplätze fertig machen, die Toiletten etc. anbringen, die Spinde aufbauen, ein, zwei Sitzhocker anbringen, dann wäre das Thema auch abgeschlossen. Ich würde sagen, wie ich immer sage, in 2 bis 3 Wochen sind wir fertig mit dem Ganzen. Seit dem 31.05. sind wir im Vorverkauf. Ich bin euch echt für euer Feedback und die zahlreichen Anmeldungen wirklich sehr dankbar. Wir lassen das Ganze noch laufen bis zum 1.07. Dann feiern wir unsere Eröffnung. Natürlich, falls wir die begrenzten Plätze nicht ausgelastet haben oder komplett voll sind, ist natürlich auch möglich, sich noch ganz normal in dem Studio anzumelden nach dem Vorverkauf. Und falls ihr irgendwas wissen wollt, falls ihr noch Informationen haben wollt, kommt einfach bei uns vorbei. Wir gehen einfach mal alles durch. Ich zeige euch die Räumlichkeiten vor Ort. Wir erzählen euch ein bisschen mehr über das Konzept nochmal. Für diejenigen, die Interesse an unserem Club haben, wir starten mal mit den Öffnungszeiten. Und zwar habt ihr die Möglichkeit, Montag bis Freitags von 6 bis 22 Uhr vorbeizuschauen. Am Wochenende, Samstag, ist von 10 Uhr bis 18 Uhr geöffnet und sonntags von 10 bis 16 Uhr. Und wir versuchen natürlich auch alle Feiertage mitzunehmen. Hier werden wir variieren, je nach Osterfeiertage oder Heiligabend oder Silvester. Aber ich schätze, da werden wir mindestens immer von 10 bis 14 Uhr aufhaben, dass ihr auch wirklich 365 Tage im Jahr trainieren könnt. Bald geht die Landingpage online, da könnt ihr euch den Kursplan oder die verschiedenen Tarife nochmal ansehen. Es geht bei uns ab 49,90 los mit verschiedenen Laufzeiten, 12 Monaten, 24 Monate. Es gibt auch einen monatlich kündbaren Tarif und wir werden natürlich auch 10er-Karten im Bereich Kurse, Trainingsfläche an sich und Personal Training anbieten, wie wir das auch bisher gemacht haben. Und falls ihr noch weitere Informationen möchtet, schreibt es in die Kommentare, kommt einfach vorbei, ruft mich an, wir sehen uns. Like den Kanal, abonniert. Immer dasselbe, oder? Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr das Video liked. Schreibt in die Kommentare, falls ihr noch irgendwelche Fragen habt. Abonniert den Kanal, Jonas, korrekt? Ja. Abonniert den Kanal. Und wir sehen uns spätestens an der Eröffnung, bei der Voranmeldung oder im nächsten und letzten Video zum Vlog. Bis bald. Papa, können wir uns nicht abgewöhnen, die ganze Scheiße durch die zu legen? Das haben wir doch jetzt schon ein paar Mal gehabt. Bitte. Danke. Muss ich noch mal herlaufen, warte, ich war nicht bereit. Ah.
Hast du drauf? Okay. So, kurz hier was aus dem Gluteus Maximus gezogen. Ich muss mir ein bisschen lockerer erzählen. Ja, du hast zu wenig Alkohol-Intus. Ja, hast du gemerkt, gell? Ja, irgendwie das Backvideo war smooth, gell? Ja.